gibt es tatsächlich ein paar Nebenachievements. Und zwar sieht man hier links unten 8 Balance, 14 ja, Zähne und 5 Boxen. Zudem kann man Minispiele spielen. Und man muss Gegner ausschalten, während sie verängstigt sind. Hacken, um die Geiseln zu befreien.
Batgirl, ich hab was gefunden. Ich brauch deine Hilfe. Bombe? Woher weißt du das? Das wird ja von Minute zu Minute besser. Folge meinem Signal. Ich warte auf dich. Du sollst wissen, dass alles hier durch unsere Krankenhausgespräche entstand. Teddy hat zugehört. Und deine Zeichnungen als Inspiration. Im Blumenladen sind die roten Rosen ausgegangen, also habe ich einfach gelbe gekauft. Gelbe Rosen? Du willst also nur befreundet sein. Das bedeuten gelbe Rosen nämlich. Oh Mann, sie wird mich umbringen. Du musst rote Rosen kaufen. Rote! Kennst du dich mit Poesie aus? Ich hab ne Schreibblockade. Lass mal hören, Mozart. Rosenblätter fallen zu Boden, zu Boden, zu Boden. Das ist der erste Teil meines Hafkus. Ich brauche noch einen. So. Oh!
nicht. Aber was uns widerfahren ist, was dir widerfuhr, war gut für mich. Sogar Dr. Quinzel meint, ich sei wie ausgewechselt, seit ich gekündigt habe, um dich zu pflegen. Eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, hat sie mich überhaupt erst auf die Idee gebracht. Zur Inspiration hat sie mich einem Mann in purpurnem Anzug vorgestellt, der mir viele tolle Ideen für den Park gab. Er heißt Jack White. Ein ulkiger Mann mit Sinn für Humor. Ich glaube, du würdest ihn mögen. Oh, Jack White ist Jokers Alias. Hast du irgendwelche Pläne? Ja, richtig. Ich habe hier ein Bild gemalt. Das wird dir gefallen. Man wisst ihr, wer gut am Schießstand? Oh Mann, Becker! Ihr habt doch keine Chance. Spezialtherapie bist du heute bei mir. Ich konnte Jack gar nicht genug danken und bot ihm eine neue Garderobe an. Aber er sagte, er sei ganz zufrieden mit seiner eigenen und schien über den Vorschlag nicht allzu erfreut. Hoffentlich habe ich ihn nicht vergrämt nach all seiner Hilfe. Du kriegst eine goldene Uhr, wenn du es 5 Jahre aushältst. Ich hätte lieber einen Bonus.
ihn fast dicht gemacht, aber Jack hat sie irgendwie davon abgebracht. Als Dankeschön habe ich ihm einen purpurnen Anzug aus Italien gekauft. Aber er meinte, der Anzug sei lila und er pflege nur Purpur zu tragen, weil es ihn ehrte. Ich glaube, dein Daddy kann wohl nicht zwischen Purpur und Lila unterscheiden. Wie dem auch sei, ich sollte Jack wohl etwas von Herzen schenken, als Dank für seine unschätzbare Hilfe.